Auf der WWDC 2024 wurde einmal gezeigt, wie du einfache Previews anlegen kannst, sodass du nicht mehr diesen komischen Code schreiben musst, denn dafür wurde einmal der AdPreviewable Property Wrapper eingebaut. Wie dieser funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Nico und wir fangen auch direkt an. Kleiner Disclaimer vorneweg: Dieses Feature wird es erst ab Xcode 16 geben. Xcode 16 befindet sich gerade noch in der Beta und die öffentliche Version wird erst im September kommen. Wenn du diese Funktion trotzdem schon mal austesten möchtest oder deinen Code dafür umbauen möchtest, musst du dir die Xcode 16 Beta runterladen. Hier oben in dem verlinkten Video zeige ich dir einmal, wie das geht. Das ist relativ einfach und man kann auch die aktuelle Xcode-Version und die Beta parallel installiert haben. Fangen wir aber erst einmal mit der Problemstellung an, bevor ich dann die Magie des AdPreviewable Property Wrappers zeigen werde. Und zwar hatte man vorher eine View mit einem Binding oder mit einem Bindable. Wer diese Property Wrapper noch nicht kennt, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt hier oben auch in der Infokarte, wofür diese Property Wrapper sind. Aber haben wir so einen bei unserer View benutzt und haben den neuen Hashtag Preview Makro benutzt, um eine Preview hier rechts also anzuzeigen, dann mussten wir immer entweder einmal ein Punkt Constant schreiben. Das hat aber dafür gesorgt, dass wir unseren String nicht ändern können in unserer Preview, weil hier haben wir jetzt einmal ein Textfeld, das heißt, wir wollen einmal unseren String ändern können, den wir hier reingeben. Da wir aber hier einmal Constant benutzen müssen, führt das dazu, dass wir den String nicht ändern können. Das heißt, wenn ich hier etwas anderes ins Textfeld reinschreibe und ich mache jetzt hier zum Beispiel einen Print, dann sehen wir, steht da jetzt immer noch Alex drin. Oder wir mussten eine Wrapper-View anlegen, wo wir dann einmal den State vom Namen behalten und dann einmal den Preview-Provider direkt auf unsere Wrapper-View anlegen. Da wechsle ich jetzt einmal hier rüber zur Wrapper-View. Wenn wir jetzt hier den Namen geändert haben, drücken auf Print-Name, dann wird jetzt auch der neue Name ausgegeben. Hat aber halt natürlich den Nachteil, dass wir jetzt hier viel mehr Code schreiben müssen, um nur eine Preview anzulegen. Dafür gibt es jetzt den AdPreviewable Property Wrapper. Das macht das Ganze nämlich recht einfach. Dann können wir nämlich eine AddState-Variable direkt hier in unserer Preview hinschreiben. Vorher ging das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe AddState Private war Name und mache jetzt hier einmal direkt Alex draus und übergebe den jetzt hier einmal als Binding. Dann haben wir einmal einen Syntaxfehler bekommen. Liegt jetzt hier auch nicht am Private. Auch wenn die Public ist, würde das nicht gehen. Und wir sehen jetzt hier einmal, es wird nicht funktionieren, solange es nicht mit AddPreviewable markiert wurde. Vorher hat man aber einen richtigen Syntaxfehler bekommen. Das heißt, vorher hat es erst recht nicht funktioniert. Und wir können jetzt vor unserer AddState-Variable AddPreviewable schreiben. Das AddState benötigen wir trotzdem weiterhin noch. Aber das AddPreviewable sorgt nämlich dafür, dass eine Wrapper-View im Hintergrund angelegt wird und wir aber selber den Code dann nicht schreiben müssen. Ich lösche jetzt einmal die Konsole und wenn ich jetzt hier einmal den Namen auf Timo ändere und drücke auf Print Name, dann wird jetzt auch Timo ausgegeben. Das hört sich natürlich jetzt schon mal sehr gut an, es wird aber sogar noch besser, denn das Ganze funktioniert auch mit Swift Data. Da hatten wir nämlich das gleiche Problem. Wenn wir eine Detail-View zum Beispiel anzeigen möchten, so wie jetzt hier unsere Student-Detail, da mussten wir einmal ein Bindable-Objekt übergeben. Und dieses Objekt ist von Swift Data, was das Ganze hat es noch schwieriger gemacht zu instanzieren. Durch das AddPreviewable geht das aber auch recht einfach. Da können wir jetzt einfach eine Preview anlegen. Ich nenne die jetzt hier auch einmal Detail. Und wenn ich jetzt unsere Student-Detail aufrufe, müssen wir einen Student natürlich übergeben, aber wir können diesen jetzt hier oben auch einfach anlegen mit AddPreviewable und können jetzt auch weiterhin einfach ein State schreiben, var Student ist gleich und jetzt einen neuen Student anlegen mit einem Namen, zum Beispiel Alex, und den übergeben wir jetzt hier. Wir warten einmal, bis das hier oben geladen hat und wenn ich jetzt hier rübergehe, sehen wir, das funktioniert jetzt auch ohne viel Aufwand und das macht es jetzt extrem einfach, Previews für Swift Data anzulegen. Denn das fand ich vorher extrem doof, dass man keine Previews vernünftig anlegen konnte für solche Detail-Views, sobald man Swift Data benutzt. Möchtest du noch mehr neue Funktionen von Swift UI wissen? Dann habe ich hier einmal ein Video gemacht, wo ich alle neuen Funktionen von Swift UI vorstelle. Schau dir das also auf jeden Fall gerne an, um up to date zu bleiben.